Heute bin ich beim Eisenkugelwerfen der Männer während der Europameisterschaft 2024 in Neuharlinger Siehe. Für den Veranstalter war die Ausrichtung der Europameisterschaft eine große Herausforderung, insbesondere für das Eisenkugelwerfen. Für jeden Werfer musste eine Abwurflatte, ein Schild mit Namen, eine Vielzahl von Ordner vorhanden sein. Und obwohl es eine Veranstaltung der kurzen Wege war, mussten dennoch die Sportler zur Abwurfstelle befördert werden. Das Zuschauerinteresse an diesem Werfen war sehr groß. Leider konnten somit nur eingeschränkte Videosequenzen abgebildet werden. Als nächster Werfer der Niederländer Bart Kamphaus. Mit einer Weite von 1604 Metern belegte er heute insgesamt den 18. Platz. Das war ein Wurf von Tobias Hinz. Die Kugel des Schleswig-Holsteiners ging oben hinaus. Der zweite Wurf von Bart Kamphaus. Hier sehen wir jetzt den zweiten Wurf von Henning Eisenhauer für den FKV. Für den FKV wirft jetzt Stefan Runge. Schön locker Flocke! Durch den Stoff! Ja! Für den BC Billy McAuliffe. Der Niederländer Robert Blankenfort. Auf der einen Seite war es sehr erfreulich, die große Anzahl der Zuschauer und Zuschauerinnen hier zu sehen. Jedoch einen Wurf gänzlich zu verfolgen war unmöglich. Für den FKV Markus Kasper. Er erzielte heute eine Weite von 1738,30 Metern und belegte damit in der Gesamtwertung den 7. Platz. Der für Italien werfende Mirko Vitali. Auf Richtung Bushaltestelle. Von Steve Hüskes, AB. Der für den niederländischen Klotschiederbund werfende Stef Hauskes. Dicken Shirt von Stef Hüskes, NKB. Hier jetzt ein sehr gelungener Wurf von Steffen Andresen. Steffen erzielte eine Weite von 1649,10 Metern und wurde damit Zwölfter. Ja,
Junge! Für Irland wirft hier Michael Bohane. Er wurde 28. heute. Oh, Michael. Der Italiener Loris Mascarucci. Der Niederländer Jürgen Tebrake. Er wurde heute 19. mit einer Weite von 1591,7 Metern. Der Schleswig-Holsteiner Melf Radjens. Thomas Markley, ganz entspannt. Alle Schiri, die jetzt auf dem Rückweg sind, stehen wir in den Bereich von 1000 Euro. Hier sehen wir jetzt den für die FKV werfenden Tim Wefer. Tim hat bei seinem ersten Wurf leider Pech. Die Kugel verlässt die Straße bei ca. 110 Metern. Den für Irland werfenden James O'Donovan. Der Italiener Nicola Bonazzioli. Jos Bert Albers. Er erreichte heute den 10. Platz mit einer Weite von 1661,35 Metern. Ja, ich vom VSHB Mark Hendrik Jürgens. Tim Wefer wurde heute 8. mit einer Weite von 1704,40 Metern. So, jetzt hier von oben, von Irland, James O'Donovan. Hier läuft um drei Viertel. James
erreichte heute den 11. Platz mit einer Weite von 1652,55 Metern. Hauke Gerdes vom FKV. Dieser Wurf war die Grundlage für seine Gesamtweite von 1689,35 Metern. Mit dieser Weite erzielte er den 9. Platz. Der Italiener Valerio Marconi. Und somit. Der Niederländer Marc Ode Littekraus. Gib alles! Für den VSHB Markus Schröder. So, jetzt kommt Markus Schröder. Marconi. Valerio erzielte heute eine Weite von 1370,10 Metern. Was ein Wurf von Gary Daly. Markus ebenfalls mit einem gelungenen Wurf. Ja, der Kumpel. Der ist mit dem Ball. Der hat näher Für den FKV wirft hier jetzt Manuel Runge. Hoch dran, aber die Zeit blieb. Ganz den Schritt! FKV, hier ist ein Tiffy, ich krabbel ganz mit der Bahn. Passball! Für den BC David Murphy. Ab hinter die Absperrung, bitte. Dankeschön. Vorsicht unten! Vorsicht! Vorsicht! Michele Uguccioni, Italien. Für den NKB Luke Thundering. Okay, dann Mauer genommen und Punkte mit. Nils Rode vom VSHB. Nils Rode. Ja, auch da Riesenwurf von Nils Rode, VSHB. Starke Würfe in dieser Runde. David Murphy, Irland, Deutschland, hochgeflüchtet. Und jetzt. Für den FKV sehen wir hier Fabian Schiffmann. Baum ran. Nicht ins Spiel, Federer. Der geht Baum noch. Aus Irland Martin Koppinger. Luca Brunetti, Abis. Hier, Luca,
von Italien. Ja. Anwesenheit reicht doch. Der Niederländer Bas Sänger. Die Schwester von Daniel Heiken, Julia, wartet darauf, dass Daniel dran ist. Ja, aber das, also, das muss man echt sagen. Und hier stürmt er mit dem zweiten Skirt Bassänger für die NKW. Daniel Heikens erster Wurf. Es ist ein ganz langgezogener Fingerwurf. Somit hält sich die Kugel sehr lange unterhalb der Mitte. Der für Irland werfende Martin Coppinger. Der beste der italienischen Werfer, Nicolò Altea. Er wurde 13. heute mit einer Weite von 1645,40 Meter. Und hier sehen wir jetzt den neuen Europameister aus den Niederlanden, William Hobbelink. Er hat eine Weite von 1902,10 Meter geworfen. Und hier der Bronzemedaillengewinner Dirk König vom VSHB. Der Schleswig-Holsteiner erzielte eine Weite von 1775,90 Metern. Da einige ihre Kugeln auf Nimmerwiedersehen versenkt haben, mussten Ersatzkugeln nach vorne gebracht werden. Er müsste eigentlich so. Die letzte Gruppe startet hier mit Ralf Log vom FKV. Und Ralf. Tüchtig an, kriegt noch einen Finger mit und geht oben lang raus. Der beste Ire mit der Irlandkugel, Seamus Sexton. Er wurde Vierter mit einer Weite von 1758,60 Metern. Okay, Richtung Kurve. Und B, 30 OB und geht auch Richtung Kurve mit Speed. Der zweitbeste Italiener auf Rang 14, Mattia Bettini. Er erzielte eine Weite von 1638,10 Metern. Okay, und Bushaltestelle. Der Niederländer Patrick Sievernink. 1478,90 bedeuteten Platz 30. Marcel Brun vom VSHB. Er wurde 22. mit einer Weite von 1564,35 Metern. Okay, Marcel kommt richtig fein nach vorne. Diesen Schritt hier nochmal zum Schuss am Start. Hier sehen wir jetzt nochmal
den Silbermedaillengewinner Luc Sundering vom NKB. Der Niederländer erzielte eine Weite von 1785,85 Metern und wurde damit Silbermedaillengewinner der diesjährigen EM. Komm auf, Luc! Ja? Platz in der Ding, Junge! Komm ab! Bring ihn in der Ding! Und hier jetzt der beste Werfer des FKV, Manuel Runge. Er erzielte eine Weite von 1757,20 Metern und wurde damit in der Gesamtwertung Fünfter. Der Silbermedaillengewinner Luc Sundering mit seinem letzten Wurf. Hier der Irre Thomas Meckle. Er wirft wie immer in Jeanshosen. Seine Weite 1613,15 Meter und das war dann der 16. Platz. Ein Wurf des neuen Europameisters William Hobbelink vom NKB. Und hier kann man sehen, weshalb einige Kugeln nicht wiedergefunden wurden. Der Moderator im Zielbereich, Frido Walter. Ein Wurf von Robert Blankenfort vom NKB. Nicolo Altea, heute der Beste der italienischen Mannschaft. Und hier sehen wir nochmal den Bronzemedaillengewinner aus Schleswig-Holstein, Dirk König. 1775,90 Meter reichten zum dritten Platz.
Hier sehen wir mehr oder weniger Ralf Log. Ralf Log warf heute 1739,35 Meter und wurde damit insgesamt sechster und zweitbester FKV-Werfer. Das war wieder ein gelungener Wurf von Ralf Log. Vom BC Kolm Rafati. Nicolo Altea von Aves. La rovescio un po'? Sparo! Ich will noch mal probieren. Dann machen wir eine Kurve. Go. Führt ein. Yes, yes, yes. Too deep. Too deep. It's on the road to bowl. Hier sehen wir noch einmal den Grund dafür, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Denn die Kugeln waren sehr schwer zu finden und es dauerte oftmals mehrere Minuten. Und einige Kugeln wurden überhaupt nicht wiedergefunden. Diese Verzögerungen führten dazu, dass bis zum späten Abend die Wettkämpfe andauerten. Bei den ansonst sehr guten Bedingungen wurden sehr gute Leistungen gezeigt.